Regen St. Petersburg im Petrovsky-Stadion und das schon seit dem Vortag, aber gleich sind sie draussen zahlreich gekommen und sie sind froh gewesen, dass der Match angefangen hat. In der vierten Minute dann schon das erste Mal Aufregung. Ein Pass von Peter Jähle kommt in die russischen Füße und dann kommt es zum Zusammenstoss im Strafraum zwischen dem Liechtensteiner Goalie und dem Pavlyuchenko. Der russische Spieler mit der Nummer 9, der wird uns noch den ganzen Match lang beschäftigen. Die nächste Situation, schon wieder im Mittelpunkt, der Peter Jähle im Goal, der mit dem linken Fuß nach der gelungenen Aktion von den Russen, die technisch sehr gut gespielt haben, hat können zum Corner entlasten. Der linke Fuß von Peter Jähle verhindert also den Rückstand. Der Corner nachher wieder der Peter Jähle im Mittelpunkt. Der Liechtensteiner Goalie nach dem Kopfball von Ignashev. Also das sehr gute russische Angriff. Und dann hat es gleich müssen kommen. Das erste Gegengoal für Liechtenstein nach dem Schuss, der für den Peter Jähle sicher nicht haltbar war, in der 17. Minute, der Berezutski, wo Russland mit 1:0 in Führung bringt. Der Gus Hiddink nimmt das natürlich als russischer Trainer mit Erleichterung entgegen. Dann ist es knüppeldick, in der 40. Minute nach der Situation, die Marco Ritzberger verschuldet hat, ein Penalty für die Russen mit dem 9. wieder Pavlyuchenko erfolgreich. Aber ist es wirklich ein Foul gewesen? Das die grosse Diskussion. Das Liechtenstein sagt man eher nein und Bilder scheinen dem Marco Ritzberger recht zu geben. Und schon die nächste heisse Situation, aber die ist viel klarer. Der Franz Josef Vogt, er greift zu im Strafraum. Und der nächste Penalty in der 45. Minute. Und wieder ist es der Pavlyuchenko, der nur 5 Minuten nach dem ersten Penalty auch den 2 versenkt. Auch hier der Peter Jähle ohne Möglichkeit. Der Pavlyuchenko also sehr involviert in das Spiel. In der Pause der ein Trainer ruhig, der Gus Hiddink links. Der Bilo Zaug hat mehr zu zeigen auf der Liechtensteiner Seite und es hat genützt. Eine schöne Aktion, Einsatz und dann die Situation, der Marco Ritzberger, der gefoult wird und es gibt die gelbe Karte. Und wieder ist es der Pavlyuchenko, der im Mittelpunkt gestanden ist. Der Spieler mit der Nummer 9 kriegt die gelbe Karte. Schönen Einsatz aber vorher in der Hintermannschaft und dann auch bei dem Lauf über das ganze Feld von Marco Ritzberger, der nur hat können mit dem groben Foul gestoppt werden. Der Ritzberger, der am linken Knie sowieso schon angeschlagen war, hat es da zweimal sich um die eigene Achse gedreht und hat dann aber können weitermachen, also nicht müssen ausgewechselt werden. Die nächste Aktion von der Russen war eigentlich die einzige in der zweiten Halbzeit. Das Goal hier ist dann wegen Offsides aberkannt worden. Er sieht das gerade schon. Der Bistrov in der 74. Minute, das Goal vom rumänischen Schiedsrichter, ist aberkannt worden. Ganz klare Entscheidung war es nicht, aber es war Offside. Und dann hat sich Liechtenstein wieder auf den Weg nach vorne gemacht. Da wird der Roger Beck gefoult. Das ist in der 79. Minute. Es kommt zum Freistoß und da sind dann der Mario Frick und der Franz Burgmeier aktiv. Aber zuerst nochmal das Foul am Roger Beck ist erkannt worden, ist gepfiffen worden und so ist es zu dieser Situation kurz vor dem Strafraum gekommen. Mario Frick, der dann nachher mit dem Ball richtig Goal kann gehen, aber eben nur richtig Goal und so ist das die eigentlich einzige Offensivaktion gewesen, wo der Liechtensteiner, der richtig hätte können gezählt werden. Bei dem ist es dann geblieben, die beiden Mannschaften haben nichts mehr gezeigt. Die letzten Situationen haben es noch den Russen gehört, aber eben beim 3:0 ist es geblieben und das hat natürlich eher am Gus Hiddink Freude gegeben als am Trainer der Liechtensteiner Nationalmannschaft, Vido Zaug.